Now, it's time to play Insurgency. Zusammen mit Maru, hallo. Hallo. Insurgency haben wir freundlicherweise von den Entwicklern bekommen, die uns angeschrieben haben. Wir haben nicht nur zwei Versionen, sondern auch noch eine dritte für ein Giveaway bekommen. Das ist schon mal sehr nett und diesmal schauen wir uns Insurgency doch erst einmal an. Insurgency ist ein Ego-Shooter, ausgelegt auf 16 gegen 16 Kämpfer, also 32 Slot-Server. Es gibt viele verschiedene Spielmodi, wie hier Objective, also Skirmish, Assault, VIP und so weiter. In dem Modus geht es halt darum, die Punkte A bis E einzunehmen. Und das Ganze am besten, bevor das Gegnerteam das schafft. Erinnert so ein bisschen an Day of Defeat, auch mit der Spieleranzahl und von den Maps her. Der Unterschied hierbei zu anderen Shootern ist, es ist unglaublich schwer. Es ist also so ein Hardcore-Game. Man stirbt fast nach einer Kugel. Du hast kein HUD, also weder Karte noch sonst irgendwas. Man kann grundsätzlich sich hinlegen, um die Ecken lehnen, alles Mögliche, wie es halt momentan für Shooter üblich ist. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal so das Grundprinzip. Ihr seht unten noch ganz interessant diese Wellen. Bei Rot ist jetzt nur noch eine Welle, bei Blau sind es drei. Das bedeutet, wie man respawnen kann. Wenn keine Wellen mehr verfügbar sind, kann man auch nicht respawnen, also ein Team. Dann muss das Team erst irgendeinen Punkt einnehmen, damit es wieder weitergeht und man wieder mitspielen kann. Ganz wichtig hierbei auch zu beachten, die Anzahl der Munition. Ich habe jetzt ein paar Mal geschossen, habe auch schon einen erwischt. Aber ich habe keine Anzeige für meine Muni. Ich muss ungefähr wissen, wie viel Munition in einem Magazin bei jeder Waffe drin ist, denn ich kann nur die Magazine an sich wechseln. Ich habe noch 7 Magazine dabei, könnte also hier mal in Ruhe nachladen, werde ich jetzt auch machen. Einfach weil Nummer sicher und 7 Magazine ja eigentlich ganz in Ordnung sind. Und so funktioniert, oh Gott, und so funktioniert das Ganze dann aus. Wenn noch Munition in der Waffe drin ist, dann habe ich die sozusagen verschwendet, weil ich das Magazin gewechselt habe. Und ja, das ist halt auf jeden Fall erstmal zu dieser Munitionssache. Ich muss hier gerade ein bisschen aufpassen, weil ich hier angeschossen wurde. Ihr habt am Bildschirmrand gesehen, dass wenn in meine Richtung geschossen wird, das ganze Bild so ein bisschen verschwommen ist. Das wirkt sich auch aufs Zielen und so weiter aus. Es ist dann ein klein bisschen schwerer, träger und nicht so einfach. Das ist einfach so der Schreckmoment, wenn halt Kugeln kommen. Das Ganze basiert, wie gesagt, auf dieser Realistischkeit. Nein, es spielt sich halt so wie Rising Storm und Red Orchestra. Also das legt sehr viel Wert auf solche, ja, auf diese Art von Spielprinzip. Es ist nicht vergleichbar mit den heutigen Shootern wie Battlefield oder COD vom Gameplay her, sondern geht eher so wieder zurück zu Day of Defeat, Red Orchestra und Co. Das ist, muss man natürlich auch wissen, wie das für eine Person so ist. Also ob das... Oh, hier muss ich ganz kurz... Ich glaube, einen habe ich von den beiden noch erwischt. Ja, dazu gleich auch nochmal mehr. Man sieht nämlich nicht, ob man wen gekillt hat oder nicht. Es gibt keine Anzeige dafür. Man kann nur ins Scoreboard schauen, um halt zu sehen, ob man einen Kill bekommen hat oder nicht. Es gibt, wie gesagt, weder ein HUD noch irgendeine Liste, ob du wen getroffen hast oder nicht. Das heißt, Granatenkills siehst du nicht, Raketenwerfer und so weiter. Alles nur über das Scoreboard. So weit muss man es natürlich machen. Also eigentlich sollte man das wahrscheinlich auch so nicht sehen können. Ist ganz interessant, das Ganze. Das Spiel basiert auch noch auf einer eher defensiven Art und Weise zu spielen. Rein rushen bringt einem selten was. Wenn 16 Leute einen Punkt verteidigen und du nach einer Kugel tot bist, bringt es dir sehr wenig, einen auf Rambo zu machen. Das war noch ein Unterschied zu anderen Shootern. Und so spielt es sich auch. Und das ist aber nicht so meins. Ich kann mich schwer immer auf eine Ecke konzentrieren, die ich jetzt verteidigen müsste, obwohl das sogar besser wäre. Theoretisch müsste ich mich jetzt hier um C kümmern, dass wir C wieder einnehmen und ich dann C verteidige, indem ich mich da einfach hinsetze. So eine, ja, in anderen Shootern würde man sagen, es ist Campen, hier ist es aber einfach wichtig. Und damit muss man erstmal zurechtkommen. Diese Einstellung muss man erstmal haben. Man sollte für das Spiel ein bisschen Zeit mitbringen, damit es sich auch lohnt, so ein, zwei Runden zu zocken, sich eine kleine Taktik zurechtzulegen und das Ganze hier schön taktisch zu beenden. Da in dem Langgang ist einer bei euch allen. Ich sag C jetzt gerade drauf. Ich werde hier gerade von hinten angeschossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Teammate oder ein Feind war. Ich glaube, das war ein Teammate. Ich glaube, es war ein Feind. Und jetzt wurde ich... Nee, weil hier hinter mir kam gerade ein Teammate. Achso, ich wurde aus der Richtung beschossen, wo du scheinst. Also tödlich beschossen. Ich habe mich ja danach umgedreht wieder. Achso, okay. Ich habe ja auf ihn gewartet. Eigentlich haben wir jetzt hier eingenommen. Was mir aufgefallen ist, man schmeißt das Magazin gar nicht weg, wenn es noch nicht leer ist, sondern steckt es anscheinend in die Tasche. Aber es kommt dann wieder. Es kommt dann halb leer. Halb leeres Magazin wieder, wenn man Pech hat. Ja. Irgendwas, genau, Thema Teamkill. Okay, es war doch kein Teamkill, aber es kann sein, dass der Teammate mich angeschossen hat vorher.
man erkennt die Gegner sehr, sehr schwach. Diese Namen, die zwar drüber stehen über den Verbündeten, die verschwinden aber auch gerne mal ab und zu, dass man einfach nicht sieht, wer in welchem Team ist. Da muss man ein bisschen auf den Skin eines Charakters achten, also welche Farbe die Klamotten haben. Und die Terroristen tragen meistens diesen grünen Rucksack mit sich rum und darauf muss man sehr stark achten. Es kann sehr schnell gehen, mal einen Teamkill zu machen, deswegen viele Leute versuchen dann immer direkt einen Kickvote zu starten, obwohl das auch sehr oft aus Versehen passieren kann. Mhm. Muss man halt so ein bisschen diese Waage halten. Kann man jetzt sagen, okay, das war wahrscheinlich ein Versehen, dass er mich erschossen hat, oder war es schon wirklich ein dummer Fehler von ihm gewesen? Und ja, jetzt gehen wir hier auch mal ein bisschen in Deckung. Man kann, wie gesagt, auch um Ecken linsen und alles Mögliche. Das ist halt, wie gesagt, sehr, sehr taktisches Vorgehen eigentlich, weshalb ich hier mit meiner Spielweise nicht so viel reißen werde, weil ich einfach viel zu offen reinrenne. Und ich glaube, da hinten haben wir schon wieder was gehabt. Man kann seine Waffen modifizieren, das zeige ich euch, sobald ich das nächste Mal tot sein sollte. Ich habe jetzt nur noch die Klasse des Snipers bekommen, weil ich... Oh, die Runde ist vorbei, das müsste aber unser Sieg gewesen sein, war ja alles blau gewesen. Hast du auch die meisten Points gemacht, stehst auch ganz oben, vier Würfelsachen hast du eingenommen. Wahrscheinlich mehr, weil ich habe nur Kill bekommen. Eingenommen habe ich zwei. Vier Kills. So. Auf M kann man hier erstmal sein Team selecten. Ne, das wollte ich nicht, den Squad. So, das sind die einzelnen Squads. Hier sieht man auch, welche Charakterklasse man kriegen würde. Alles ist natürlich voll, wir sind gerade Sniper. Und auf M kann ich jetzt hier die Waffe wechseln. Ich könnte eine richtige Sniper nehmen oder die SKS. Ich habe die SKS genommen und können hier jetzt bei Upgrades ein Sight, also ein Flashlight drauf machen, Hollow Point, Armor Piercing oder Cobra Sight. Ich packe ein Cobra Sight noch mit drauf und das Ganze ist Supply-abhängig. Alles, was man anhat, verbraucht Supplies. Ich habe eine schusssichere Weste und alles möglich. Würde ich die ablegen, könnte ich noch einen Aufsatz auf meine Waffe machen. Ich könnte hier noch eine Flash und eine Smoke Grenade mitnehmen. Ich gucke mal, wenn ich die Waffe verkaufe, dann reicht es für eine Frag Grenade. Ich habe jetzt keine Pistole, habe dafür aber jetzt eine Granate, weil die Pistole hat mir ein Supply gegeben, womit ich mir die Granate kaufen konnte. Ihr seht jetzt auch hier die Waffe, das ist dieselbe, die ich gerade auch hatte, nur dass ich jetzt ein Cobra Sight habe und halt dieses Hollow Point Visier. Das heißt, theoretisch ist es jetzt auf Range viel einfacher für mich zu schießen als nur mit einem Iron Sight, weil es jetzt halt genau angezeigt wird. Und da gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, seine Waffe irgendwie zu verbessern. Man kann einen Vierfach- und Achtfach-Zoom draufpacken. Okay, das ist wieder ein Verbündeter. Und wir laufen jetzt einfach mal los. C haben wir schon eingenommen, also auf nach A und B. Wen solche Spiele interessieren, für den ist Insurgency sicher mal einen Blick wert. Man kann es im Steam kaufen. Es war sogar letztens im Deal gewesen. Vielleicht kommt es ja nochmal wieder in einem Flash-Sale oder Community-Choice. Und wer Red Orchestra mochte und Rising Storm, der wird auch sicher hier seinen Spaß haben. Schauen wir mal, dass wir doch wenigstens noch mal ein bisschen was reißen werden. Hier um die Ecke. Oh, da ist sogar einer angeschossen. Hat er da auf uns gewartet. Aber genau richtig, wenn du den Punkt hast, oder theoretisch, die hätten jetzt eigentlich noch C einnehmen sollen, bevor sie anfangen, so die Punkte zu verteidigen. Dann sucht man sich einen Gang aus, dass man wirklich jeden Zugang zu den Punkten verteidigt. Und auch wenn man drei Punkte hat, gewinnt man ja am Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und dass man halt wirklich das Ganze taktisch ausspielt. Hier ist Kommunikation meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Zum Beispiel gerade Raketenwerfer sind auch eine sehr, sehr starke Waffe, ist natürlich klar. Und ich hatte einmal die Situation gehabt, dass vor mir stand ein Teammate, der guckt halt in so einen langen Gang und ich habe ihm so ein bisschen Rückendeckung gegeben. Auf einmal rennt er, also er schießt ein bisschen und rennt dann weg. Ich dachte, okay, er hat keine Muni mehr, muss nachladen. Dann bin ich da hingegangen und in dem Moment kam eine Rakete angeflogen. Hätte er mir jetzt sagen können, hey, da drüben packt er den Raketenwerfer aus, dann wäre ich da nicht hingegangen. Auch zu anzumerken, oh, ganz wichtig, das muss ich sogar sagen, das Spiel befindet sich in der Early Access, es steht zwar auch oben rechts, aber das muss auf jeden Fall erwähnt werden, es ist also eine frühzeitige Version des Spiels, Alpha-Beta-Status und, wie gesagt, Early Access, man kann sich jetzt schon reinkaufen, das Spiel ist noch lange nicht fertig, aber dafür finde ich schon sehr gut, ich finde die Grafik für einen Shooter gut, mehr muss ein Shooter für mich auch an Grafik nicht haben. Ich finde das so, wie es so ist, perfekt, weil so läuft es bei den meisten Leuten auf dem Rechner und das ist die Hauptsache. Ach, jetzt konnte ich nicht schießen, weil vor mir ein Teammate war. Hätte ich jetzt durchgezogen. Der ist wahrscheinlich gekickt worden, aber... Ja, hätte ich durchgezogen, hätte ich wahrscheinlich einen Teamkill und einen Kill gemacht. Da stand ich jetzt gerade ungünstig oder er zumindest auch. Hätte er sich direkt geduckt, hätte ich noch schießen können. Auch wieder so eine Kommunikationssache. Da hat er uns natürlich beide erwischt, weil ich nicht rechtzeitig schießen konnte. So, wir haben jetzt keine Reinforcements mehr. Ihr seht unten Wellen bei beiden Teams 0. Sobald irgendein Objekt eingenommen wird, können wir wieder spawnen. Aber da wir momentan in Führung liegen mit C, soll das ganz gut für uns ausgehen. Also auch bei den Gegnern spawnt niemand Neues. Das heißt, es wird jetzt gerade so down geschossen auf die
einzelnen Leute. Jetzt finde ich, ist diese heiße Phase einer Runde. Ich finde die immer sehr interessant, weil ab jetzt ist es halt wichtig, dieses nicht zu sterben. Jeder Kill entscheidet jetzt den Verlauf der restlichen Runde, das wollte ich sagen. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten spiele. Es gibt auch diesen Modus, wo du nur ein Leben hast. Das müsste auch... Da funktioniert es auch mit Punkten, oder nicht? Da werden auch Punkte eingenommen. Das ist dein Objective-Mode, zerstören und sowas. Ja, da hast du auch deine Objectives, halt bei A, C, B. Wenn du noch lebst. Ich bin tot, ich habe dich aber gesehen. Da hast du auch deine Objectives wie A und B, nur dass du pro Runde nur ein Leben hast. Und das finde ich halt richtig klasse. Das erinnert mich immer so an dieses Counter-Strike, auch wenn es spielerisch und vom Aiming her eher in diese realistische Richtung geht, als in diese weniger realistische Arcade-Richtung, wie in den momentan aktuellen Shootern, die es eigentlich wie Sand am Meer gibt. Die ich aber trotzdem lieber spiele. Ich werde mit Red Orchestra und Rising Storm und jetzt auch mit Insurgency nicht so warm, weil ich einfach... Es ist nicht so, dass ich die Geduld nicht habe. Wenn es nur Insurgency wäre oder nur so ein Shooter wie Rising Storm, den ich spiele, dann könnte ich mich da voll drauf einlassen. Aber ich spiele einfach so gerne. Ich renne gern rein. Ich weiß, wo die Gegner spawnen. Ich habe so ein bisschen diese Kontrolle. Es sind mir auch mit 32 Leuten zu viele. Das ist auch ein Grund, warum ich COD Battlefield bevorzuge. Ich liebe Counter-Strike mit 5 gegen 5. Das reicht vollkommen aus. Das ist für mich auch taktisch genug. Gerade je weniger Leute, desto wichtiger ist jeder Einzelne. Und jetzt läuft sie gerade echt mies. Ich laufe immer am Anfang oben in dieses scheiß Haus rein und vergesse immer, dass es keinen Weg nach unten hat. Aber jetzt muss ich in das Haus reinlaufen, um nach D zu snipern. Nein, hier kann ich sogar gar nicht gucken. Mist! Was mir aufgefallen ist, und zwar habe ich dann zugeschaut, wenn A und E sind anscheinend Einzelobjektive, die man explodieren lassen kann. Weil unser Kamerad ist von A weggelaufen, hat dann auf seinem Handy jetzt eingetippt und dann boom, hat mir quasi A zerstört und einen Respawn bekommen. Also sind anscheinend B, C und D so Wechselobjektives und A und E... einmal gut machen. Stimmt, da liegen auch diese Bomben. Da sind so eine Sprengsätze direkt auf A. Aber man kann A ja auch irgendwie antappen. Freund oder Feind? Nein. Noch B. Wir haben drei Wellen, die gibt da keiner. Wir sind gerade hier alle gut auf der Straße unterwegs. Oh, hier wurde einer erschossen von uns. Mir ist gerade eine Granate in den Ohren explodiert. Ich will nur noch piepen. Bei C oben in dem Seitenhaus, wenn es ja sagt. Mist, keinen erwischt. Ich habe schnell aufs Scoreboard geguckt. Oh, das muss ich aber schnell irgendwo rein, sonst bin ich gleich am Ende. Hm? Falls es ja sagt, hast du 43 Leben noch. Hast du hier gerade einen Krankenwagen? Ja, ich habe auch mal von Sirenen gehört, da. Ja. An meiner Stelle. Oh, links ist ein Gegner. Ist das die Safe Zone? Am Anfang kann man Leute nicht erschießen. Leider AFKler demzufolge unverwundbar. Und in dem Modus, wo es drauf ankommt, dass man die Gegner einfach ausschaltet, dann ziemlich lästig. Das heißt, wenn das Gegnerchen trollen wollen würde, könnten sie ihn einfach stehen lassen. Ah, trollen ist hier aber auch sehr Team-Kill. Ist hier gerade in dem Modus, wo du dann halt warten musst und dem ganzen Team Supplies abziehst. Sehr krass. Ich tappe gerade B, weil das ganze Haus gerade leergeräumt wurde. Es gibt 3 bis 4 Eingänge in B, deswegen weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich wirklich gucken soll. Aber die haben ja keine Wellen mehr, das heißt, das müsste ich eigentlich jetzt... Hey, 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 immer ruhig mit der Maske da. Ja, das war auf jeden Fall unsere Runde. Gibt es jetzt noch eine oder ist bei 2-1 hier vorbei? Ist auch immer Map-abhängig, wie lange eine Map geht. Das wird vorher festgelegt. Es gibt diese VIP-Maps, die gehen meistens 4 Runden, also bis ein Team 4-mal gewonnen hat. Hier geht es anscheinend, da ich Objective als relativ lange Runde einschätze, ich glaube bis 3. Ja, ich schätze auch, dass Best of 3 hier einfach ist. Oder? Best of 3 hätten wir ja gewonnen. Also, ja gut, spiel 3 Runden und dann am Ende mehr Sieger hat, gewinnt. Einfach nur pro Map 3 Runden oder wenn entsprechend die VIP-Map ist, 5 Runden und... Weil ich glaube, dass wir hier als Team E, D, C bessere Karten haben, weil wir schneller bei C sind. Ho! Okay, ich hab's gesehen, ich war mittendrin. Bist du auch dran gestorben? Nee, genau vor mir explodiert.
Nur aus welcher Richtung schießen sie? Von allen Balkonen? Am Anfang ist es recht leicht, da kommen sie von A und B. Da stand man jetzt schön im Quer, also im Schussfeld. Jetzt sind die bei C. Ich nehme schon mal die Granate in die Hand. Ich habe da noch eine Flash-Granate. Mit Raketenwerfern muss man hier auch aufpassen, genauso wie mit Granaten. Es ist sehr schwer einzuschätzen, wie die Granaten fliegen. Muss man auf jeden Fall ein, zwei Mal geschmissen haben, damit man sich das irgendwie einprägen kann. Jetzt bei C, ich werfe mal meine Nade so in die Richtung. Okay, die fliegen sehr geradeaus, beziehungsweise sehr tief. Komm, ich komme noch schnell zu C, bevor die es eingenommen haben. Wir defen oben den Balkon zu dritt. Ich hoffe, die geben mir ein bisschen Backup, dann würde ich nämlich vorgehen. Ich krieche jetzt auch über den Balkon. Okay, ich bin bei C und tap wieder zurück jetzt. Ich bin oben rechts von dir auf einen der Balkone. Balkone, okay. Balkons. Bei C unten ist irgendwo drin, ich habe kurz einen Namen aufblinken sehen. Ich bin jetzt bei C auf der Treppe, ich guck gerade so ein bisschen. Sehe gerade aber niemanden. Ich weiß nicht, ob blinken heißt, dass keiner da ist oder. Ah, da hinten ist Verbündeter. Ach, da bist du, okay. Nee, dann ist wohl keiner gerade da. Okay. Nein! Oh, hier oben bei mir, direkt oben auf der Treppe, halt dieser Durchgang, Durchgang nach B. Es gibt hier auf der Map noch einen anderen Spielmodi, wo ein Team halt angreifen und das andere verteidigen muss. Und es gibt zwei wirkliche Hotspots, also wirklich enge Zugänge. Und da, wo ich jetzt gerade oben war, das ist einer von den beiden. Die sind wirklich unglaublich schwer zu überwinden. Das ist so knapp da, gerade da du durch diese wenige Anzahl an Schüssen stirbst. Es ist natürlich gut, dass wir erstmal C haben. Ich werde jetzt versuchen, in diesen Raum noch einmal hier hochzugehen und da eine Granate reinzuwerfen. Ich finde auch fast eine Waffe, die aus der Hüfte schießt, besser, dass du genau darauf vorbereitet bist, wenn du halt wenigstens den Assault machst. Hast du was? Ich weiß nicht, ich war geblendet. Ich stehe hier jetzt. Okay, ich habe einen guten Platz gerade. Rein. War keiner? Ja. Rechts und links können sie kommen. Nee, hier ist gerade nichts. Okay, bin drin. Fenster, aus dem Fenster raus sieht man. Das ist die Spawnzone da unten. Ich kann ihn trotzdem erschießen. Na, das ist direkt hinter der Spawnzone. Ich bin jetzt auch den Weg weitergegangen. Sag mir, wenn du was siehst oder was durchkommt. Man kann auf Shift die Luft anhalten beim Zielen. Okay, hier unten kommt gleich einer. Mach dich bereit. Ja, okay. Hab ihn. Oder du, ja. Ah, einer von uns hat ihn. Ja, ich hatte ihn. Auch schön, ich kann wunderbar auf B-Snappern von hier aus. Das ist ja geil. Wo stehst du? Du bist oben noch am Fenster, ne? Hab noch einen. Wichtig hierbei ist, man kann die Luft anhalten, dann hört man alles drumherum zwar weniger, aber man zielt wesentlich genauer. Ihr hört jetzt fast nichts mehr vom Spielsound, aber man würde halt noch ein Stück weiter ran, so ist mit Sniper Rifles wesentlich wichtiger als mit so einer normalen Assault-Waffe. Ich wechsle mal mein Magazin, wie läuft's bei dir? Ich guck mal, was durchkommt. Aber ich sehe halt, es lebt halt keiner mehr von denen, bei uns aber auch nicht. Ach, wir haben beide keine Wellen mehr. Mal, ich gehe jetzt auch mal Richtung B. Ich wage mich jetzt auch mal raus gerade. Wieso, wir sollten eigentlich jetzt schon A gegen uns in die Luft jagen. Ich soll mal vielleicht mal anschauen. Ich höre hier hinten wen ballern, ohne wen von uns zu sehen. Zwischen bei D ungefähr. Ich versuche den noch zu holen. Wir gehen gerade mal nach A, um gucken, wie man es explodieren kann. Oh Gott, hier wieder mit dem Raketenwerfer beschossen. Oh, jemand hat A zerstört. Das hat uns die Welle gegeben. Jetzt müssen wir noch B einnehmen. Ja, B ist dieser Laden an der Ecke. Sind wir alle drin, das müsste sehr schnell gehen. Ja, und das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Eindruck von Insurgency. Ich will es noch nicht abmoderieren, weil ich jetzt nicht weiß, auf wie viele Punkte diese Map gesetzt wurde. Theoretisch holen wir jetzt 3-0. Ob das jetzt der Endscore ist, kann ich euch noch nicht sagen. Maru hier oben mit 8-8, viele Punkte eingenommen, gerade C war am Anfang wichtig, insgesamt 6 Stück. Gegnerteam hatten wenig Capture, das war's sogar gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut Leute, schaltet wieder ein, bis dahin und tschüss. Tschüss.